Was geht ab YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher immer fleißig jedes einzelne Adventskalender-Türchen mit mir geöffnet habt. Und wer das nicht gemacht hat, dem verlinke ich nochmal die Playlist hier oben. Dort könnt ihr auf jeden Fall mal reinklicken und euch Türchen 1 bis 8 angucken. Heute machen wir Türchen 9 auf und zwar reden wir über den Archetype Inf erneut. Was eine krasse Background-Story bzw. was für krasse Symbolik sich tatsächlich in den Artworks der Karten versteckt. Und genau über diese werden wir auch gleich sprechen. Doch bevor wir das tun, wie immer an der Stelle, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos. Und damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer los geht's! Infernoid. Die Boten des Infernos, die alles auf ihrem Weg verbrennen. Der Name des Archetypes ist eine Kombination der Wörter Inferno und Android. Infernoid. Die Infernoid-Monster sehen aus wie mechanische Dämonen. Ihre Artworks enthalten Vintage-Computerkomponenten wie das Degatron und die Beschreibung der entsprechenden infernalen Dämonen. Die Rüstung ihrer Körper ist ebenfalls mit dicken Gitterlinien verziert, ähnlich denen, die auch die Klee-Monster schmücken, von denen die Infernoiden abstammen. Jedes Infernoid-Monster hat eine Anzahl von Kanistern auf seinem Körper, die ihrem Level entsprechen. Und die Kugeln sind in der entsprechenden Klee-Monster-Farbe gefärbt. Im OCG haben die Namen der Infernoid einen biblischen und dämonischen Hintergrund wie Lizifug und Bilzebub. Im TCG hingegen, wahrscheinlich um Verweise auf okkulte oder dämonische Wesenheiten zu vermeiden, wird jedes Infernoid-Monster nach einer Ordnungszahl in einer anderen Sprache benannt, die seiner eigenen Stufe entspricht. Wir schauen uns jetzt mal die Infernoid-Monster genau an. Das Infernoid-Monster Nummer 1, was wir uns auf dieser Liste angucken, trägt auch den Namen Nummer 1 und zwar Pirmais. Pirmais ist lettisch und bedeutet 1. Der japanische OCG-Name dieser Karte ist Shaitan, welcher auf den Satan zurückzuführen ist. Monster Nummer 2 ist Antra. Antra ist litauisch und bedeutet 2. Im japanischen OCG trägt diese Karte den Namen Beelzebub. Nummer 3 ist Harmadik, ist die Zahl 3 im Ungarischen und im japanischen OCG trägt diese Karte den Namen Lucifugus. Monster Nummer 4 ist Patrulea, welches auf Romanisch Nummer 4 bedeutet und im japanischen OCG heißt diese Karte Astaroth. Der Name des Monsters Nummer 5 kommt aus dem Polnischen und heißt Pionte, was Fünfter bedeutet. Im japanischen OCG heißt diese Karte Asmodai. Monster Nummer 6 heißt Siete, welches aus dem Norwegischen kommt und 6 bedeutet. Im japanischen OCG ist das Belphegor. Nummer 7 ist Saitsemas, welches im Finnischen der Zahl 7 entspricht. Im japanischen OCG heißt diese Karte Baal. Und Nummer 8 heißt Atondel, welches aus dem Schwedischen kommt und Nummer 8 bedeutet. Im japanischen OCG heißt diese Karte Adramelech. Infernoid Monster Nummer 9 heißt Deviate, welches aus dem Russischen kommt und der Zahl 9 entspricht. Im japanischen OCG heißt diese Karte Lilith. Und Monster Nummer 9 heißt Ununku, welches 10 auf Türkisch bzw. Aserbaidschanisch bedeutet. Und im japanischen OCG heißt diese Karte Nehemoth. Wie schon am Anfang des Videos erwähnt, haben die Infernoiden Monster im japanischen OCG alles Namen von biblischen Dämonen. Was ich extrem cool finde. Trotzdem finde ich es auch gar nicht so verkehrt, wie sie es im TCG gelöst haben. Und zwar den Karten unterschiedliche Zahlennamen zu geben aus unterschiedlichen Sprachen. Na, wenn das mal nicht abgefahren ist und vor allen Dingen auch interessant, wie sehr sich die Karten aus dem OCG ins TCG dann tatsächlich hin verändern, also Namen und Symbolik tatsächlich einfach mal nicht übernommen wird aus dem japanischen Original, sondern an den westlichen Markt angepasst wird, finde ich tatsächlich interessant. Falls ihr noch weitere Archetypes kennt, die tatsächlich so eine krasse Veränderung durchlebt haben, schreibt es mir auf jeden Fall in die Comments und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer Daumen da lassen und abonnieren natürlich nicht vergessen, damit ihr keines der weiteren Yu-Gi-Oh! Adventskalender-Türchen verpasst. Und damit entlasse ich euch in den Tag, wohlverdienten Feierabend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Wir sehen uns morgen um 8:30 Uhr wieder, genau an selber Stelle. Bis zum nächsten Mal.